Hallo? Hallo? Na? Ja. Na, was sagst du zu den verheerenden Neuigkeiten? Ah, ist halt so. Das sehe ich auch so. Ehrlicherweise, ich habe es irgendwann Ja, auch gehofft. komm, wir haben lange noch damit rumgeschossen Ja, ist auch und so. gefeiert und dann ist da wieder neue Herausforderungen und drin. Aber trotz alledem sehr unvorhergesehen, ne? Weil, also sie hatten es ja schon im Sommer mal in einem Halbsatz angekündigt. Und dann kam ja das Nuka World on Tour Update auf den PTS. Und dann haben wir ja auch schon den neuen Ultra Zeititan da jetzt ein paar Mal aufs Kreuz gelegt. Und ja, da war nichts mit Legacy Fix bisher. Also der ist genauso schnell wieder platt gewesen wie Queen und Earl auch. Und Jetzt dann wird's dachte spannend, ich, oder? ja, und dann dachte ich so, naja, okay, dann wird das wohl doch nichts gewesen sein mit dem Legacy Nerf. Und also, dass die den kompletten Effekt von der Waffe nehmen, ist so das Letzte, womit ich persönlich gerechnet hätte. Ich hätte jetzt damit Ja, was sollen gerechnet. sie machen? Für mich waren eigentlich nur zwei Sachen denkbar. Entweder die nehmen halt die ganzen Waffen aus dem Spiel. Oder aber die nerfen halt nur den Explosivschaden. Aber dass sie jetzt also hingehen und. Den ganzen Effekt wegblocken, ja. Ja, dass sie nur Die den sind halt Effekt. dann unbrauchbar, ne? Ja, das Geile ist halt, das hatte auch schon jemand in der Facebook-Gruppe geschrieben, dadurch sind die Waffen ja trotzdem immer noch Legacy, weil das sind also Waffen mit einem ersten und einem dritten Stern, aber ohne zweiten Stern, weißt du? Also insofern können die Leute zumindest nicht meckern, dass sie keine Legacy mehr haben. Ich guck mal gerade, ob denn der. Meine Güte, Ja, wie gesagt. also ist alles harmlos, oder? Schmeißt die dann halt in die Kiste, die Kerne kommen dann halt weg. Ich brauche keine Plasmakerne mehr, auch gut. Ja, gibt definitiv Schlimmeres, das stimmt schon. Jetzt muss ich mal gucken, auf was ich dann umrüste. Wahrscheinlich entweder auf meine Fixer, die ich habe. Die funktionieren ja auch. Mein Bild ist noch nicht darauf ausgerichtet und das kann ich ja dann machen. Dann machen die auch mehr Schaden. Oder halt auf Plasma, also Enklavenplasma. Wenn du jetzt rein nach Effektivität gehst, dann wird diese Sneak-Kommando-Watzkrit-Geschichte dann auf jeden Fall an Platz Nummer 1 stehen, was den Schadensoutput angeht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt so eine neue Ära beginnt, wo die Leute auch einfach mal die Waffen nutzen, die ihnen wirklich auch einfach den meisten Fun bringen. Und in meinem Fall, ich habe irgendwie unheimlich Bock, ich weiß nicht warum, aber die Waffe geht mir gerade nicht aus dem Kopf. Ich würde gerne mal mit der Kaliber 50 spielen. Die haben einige hier schon regelmäßig im Gebrauch gehabt. Ich ehrlicherweise noch nie. Ich habe die auch schon gespielt. Die ranzt schon ganz gut, also. Ich habe immer das LMG gespielt. Ja, das habe ich auch noch. Also ist ja, ich habe ja noch so viele Waffen. Theoretisch kommen jetzt endlich mal wieder die Waffen zum Einsatz, die ich die ganze Zeit eingemottet hatte. Ich habe ja Vampir Explosive LMGs und die haben auch noch explosiv drauf. Also die habe ich vom PTS mir auch angeguckt. Meine Vampire Explosive, die ist immer noch Vampire Explosive und das ist schon auch eine fiese Ja, Waffe. Ne? das glaube ich. Ich könnte mir auch vorstellen, auf Vampire umzusatteln. Also man muss halt schauen. Das Schöne ist, also so bescheuert es klingt, aber das Schöne ist, dass halt dadurch unheimlich viel Platz in der Lagerkiste frei wird. Nee, ich glaube, ich spiele was Ballistisches danach jetzt. Ich habe jetzt so lange nur Legacies oder Energiewaffen gespielt. Ich habe auch zwischenzeitlich mal mit dem Enklave Flamer gespielt. Ich brauche da Aber du siehst jetzt mal doch was. Essex. Auf den Bildern hast du es ja gesehen, ne? Beim Unterhebel. Ist mir danach erst aufgefallen, die Ja, aber das wird ein Bug 220.000 sein, Schuss. oder? Ja, aber das wird ein Bug sein mit dem, dass das Ja, Unterhebel sich da auf einmal. ich hoffe es, ja. Weil Weißt du, ich was finde so es schon mein erster streng. Gedanke war? Das hatte ich erst im Kopf. Ich denke so, oh, nee, nicht, dass die jetzt in der Lage sind, alle gedupten Waffen als solche zu identifizieren und gedupte Waffen jetzt auch gleichermaßen unbrauchbar zu machen, Boah, weißt das du? wäre natürlich hart. Boah, Da das, wären also ganz wenn, viele Waffen weg. das wäre echt Das wäre bitter. schon hart, ne? Also. Ja. Nee, also ich mag das irgendwie. Das wirbelt auch so ein bisschen Staub auf. Das sorgt für Unruhe. Das sorgt auch ein bisschen für Unklarheit, weil nicht klar ist, okay, wer spielt jetzt mit was? Alle müssen sich nochmal Gedanken machen, auch über Loadouts und Perks und so. Also ich vernehme so eine richtig geile Ja, Aufbruchsstimmung. überleg doch mal, ich habe mein Loadout seit über einem Jahr nicht mehr angefasst. Ja, Ich genau. brauche Ja, genau. es nicht anfassen. Ja, und das Die ist Spiele sind jetzt geil. ausgeglichenes Loadout für alle Waffen, weil eine macht so viel Schaden, mit der ich Schaden mache, da muss ich mich noch nicht mal für perken. Und das ist jetzt endlich weg. Exakt. Und freiwillig weggeben? Nee. Nee. Genauso weg wie mein Spiel Freiwillig. gerade. Und jetzt muss ich das Spiel Das nochmal ist schade. starten. Das ist schade. Ich habe das heute Morgen gelesen. Es war schon wie ein Stich. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe es gelesen und die erste Reaktion war so geil. Es war erst so einmal kurz, das Herz ist in die Hose gerutscht. Ja, so, oh Scheiße! Aber nach diesem kurzen Schock war dann auch so. Hast ja meine Reaktion gesehen. Ich war direkt auf dem PTS und habe die ganzen Waffen durchgecheckt und habe geschossen, habe gemerkt, oh ja, das ist durch. Das ist sowas von durch. War nicht ärgerlich oder ich war jetzt nicht so, oh Scheiße oder doofes Bild. Nee, alles okay. Meine Güte, sie haben das Spiel halt verändert. Vorher war das Spiel so, wie es war. Jetzt haben sie es wieder geändert. Ich denke, es wird auf langfristige Sicht wird es dem Spiel nur gut tun. Ja, ich habe auf PTS meine Minigun ausgepackt, meine Explo, die ich noch habe. Die haut nicht so viel weg, aber das ist auch okay. Die Auto-Axt ist heftiger, das ist klar, aber ich habe mir auf nichts von diesen Waffen geperkt, ne? Und ich habe alle Waffen, die ich auf dem PTS dann genommen habe, die ich dann noch so in petto habe, die machen immer noch genügend Schadensoutput. So ist es jetzt nicht. Wenn du jetzt dich auch noch drauf perkst. Ja, das Ding ist, ich habe jetzt zu
zuletzt sehr auf Komfort gespielt. Also dadurch, dass die Expeditionen dich so sehr zuscheißen mit legendärem Scrap und du ja auch einiges mit dir rumschleppst, einfach um es am nächsten Tag dann wieder in den Automaten zu schmeißen. Total dumm, aber... Ich seid den Expeditionen gar nicht mehr. Ich verkaufe alles am Handy. Ich schmeiße es weg oder ich entlaste mich grundsätzlich von dem ganzen Scheiß. Ja, eigentlich hast du recht. Eigentlich bringt es auch nichts, weil du hast ja eigentlich alle Waffen, die du haben willst, also für die legendären Module irgendwo, aber... Im Extremfall lege ich mir 3 Sterne Power-Rüstungsteile in die Kiste. Das ist das Maximale. Den Platz habe ich aber gerade leider nicht. Und hol sie mir raus. Also genau, den Platz habe ich. Ja, und das wird halt schön sein. Also sobald die ganzen Legacies dann, ich werde die dann auch, ich weiß gar nicht, stell dir einfach mal vor, jetzt kommt ein Patch, die ganzen Legacies sind unbrauchbar und auf einmal kommt ein neuer Patch und dann sind die ganzen Effekte von den Waffen wieder da und dann ärgern sich die, die die weggeschmissen haben, weißt du, wie ich meine? Also durch einen Fehler und dann wird es natürlich wieder behoben, aber... Die fliegen halt in die Kiste und das war's. Ne? Ja, es ist besser als die, ja, es ist besser als die wegzuschmeißen auf jeden Fall. Ich würde die ja wahrscheinlich auch einlagern auf den Zweitcharakter. Ich meine, die haben ja schon mal Waffen runtergedrückt, ne, die zu heftig waren. Mhm. Die haben den Blutbefleckt-Effekt generell mal genervt. Ja, die haben zum Beispiel die Teslas, die es gab, die waren ja auch schon bitter. Ja, und es gab auch diverse Nuklear-Winterwaffen, die ihren Weg in den Abenteuermodus gefunden haben. Also das ist jetzt auch die Frage, die sich mir so gestellt hat, ob es die PC-Spieler am Ende nicht wieder in die Arme der Heckwaffen treiben wird. Ja, ich meine, die waren ja nie weg. Mal ehrlich, die Dinger waren noch nie weg. Also ich habe die immer wieder mal gesehen. Ich habe immer wieder mal einen Kal 50 gesehen ohne Griff, obwohl die auch keinen... Die sind ja genervt. Die machen ja, die kannst du ja noch haben. Damit kannst du jetzt auch rumschießen im Normalen. Da passiert ja nichts mehr. Die haben ja keinen Schadensoutput mehr. Die haben ja den normalen Schadensoutput mittlerweile. Also ich habe da ehrlicherweise nicht den Überblick, was es da alles gibt. Ich weiß natürlich, es gibt diese Minigun mit dem MIRF-Aufsatz. Es gibt... Ja, okay, das ist ja die Extreme. Ja, 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 ja. Dann gab es die Tesla, die extrem Schadensausput hatte und alle deine Munition ins Magazin geladen hat. Das heißt, du konntest Dauerfeuer fahren. Das war dieser Soundbug immer. Was auch noch stark verbreitet war, war die Kaliber 50, der Griff fehlt hinten. Aber die ist so genervt, dass sie jetzt eigentlich, du kannst sie normal jetzt überall spielen, weil die hat einen normalen Schadensoutput. Der Elektroschaden ist runter. Der hatte ja noch einen zusätzlichen Elektroschaden drauf. Damit war sie dann so heftig. Aber ich glaube, die ist mittlerweile so runtergenervt, da macht die überhaupt nichts mehr. Von daher. Wie soll ich sagen, das Einzige, was mir in irgendeiner Form Kopfschmerzen bereitet, ist, ich will irgendwie auf schwere Waffen gehen. Wie gesagt, ich habe ja gerade vom Kaliber 50 gesprochen, da hätte ich jetzt nochmal Bock drauf, damit zu spielen. Aber andererseits denke ich mir, kann ich es mir noch erlauben, die ganzen gewichtsreduzierenden Karten unter Stärke rauszuhauen und dafür die großen Schwerkarten alle reinzunehmen? Bin ich vielleicht am Ende dann doch gezwungen, Ausputzer und Gleisgewehr-Kombo zu spielen? Ich werde sehen. Das Schlimme ist auch einfach, dass es nicht jetzt schon live ist, dass man sich jetzt noch nicht so ganz damit... Ich muss mir gleich erstmal auch einen Überblick verschaffen, welche Waffen ich eventuell neu besorgen muss. Ja, ich mache das auch erst dann. Also ich will ja erstmal entspannt bleiben. Nachher so Kommando zurück. Zu viele Leute haben ihr Fallout First Abo gekündigt. Wir machen es mit dem Legacy Patch doch nicht. Bitte abonniert alle wieder First. Wenn es an der Legacy hängen würde, ob ich First habe oder nicht, dann stimmt irgendwas nicht. In vielen US-Gruppen und auf Reddit und so, da siehst du aktuell viele aufgebrachte Spieler, die sagen, direkt First gekündigt, die dann auch direkt den Beleg posten. Um klar zu machen, ey, ich löffe nicht. Das ist mein voller Ernst. Ich bälle nicht nur, ich beiße. Nehmt euch in Acht, Bethesda. Ja. Und dann einen Namen post direkt wieder zurück. Direkt wieder abonnieren. Ja. Scheiße, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich muss direkt wieder abonnieren. Aber ich hab's ja schon mal gezeigt. Ja, so auf den. Na, die Explo-Nachladegeschwindigkeit LMG, das weiß ich noch, das war bitter. Ja, LMG ist generell geil. Wobei bei einem LMG der Nachteil in Anführungsstrichen ist, dass, also erstmal finde ich blöd, dass es für diese Waffe keinen Skin gibt, aber das ist natürlich jetzt nur persönliche Präferenz. Ja, nee, das finde ich auch doof. Die offensichtliche Schwäche ist aber, dass es ein Magazin von maximal 75 hat, es sei denn, du hast ein neues auf vierfach gerollt, seitdem das möglich ist. Dann ist wirklich geil. Also ein vierfach Explo-LMG, ja. Das mischt die Karten alle noch mal komplett neu, weil das Vampirs hätte ich früher nie gespielt, aber jetzt, ich weiß nicht, vielleicht ja schon. Ich habe so ein Vampir gekriegt, das ist so abartig. Ja, weil es so komfortabel ist, ne? Man muss nicht auf Stimpack drücken, ne? Das ist... Null, gar nichts, du musst nur Gegner finden. Das ist alles, um am Leben zu bleiben, musst du einfach nur Gegner finden. Ja, und das ist ja die Prämisse dafür, dass du Schaden nimmst, dass irgendwo in der Nähe ein Gegner ist, ne? Insofern, ja, nee, der Explo-Effekt Rakdos, der kommt nicht komplett weg, der wird halt nur von den Waffen runtergenommen, auf denen dieser Explosiv-Effekt nicht gehört. Und das sind also die Energiewaffen. Auf anderen Waffen, da gehört der Vierfacheffekt nicht mehr hin. Da wird der Vierfacheffekt runtergenommen. Oh, das heißt, jetzt spielen wir bis zum Update noch richtig schön exzessiv die Legacy und knallen Kerne raus, richtig? Ja, so sehe ich das auch. Ja, das Problem ist auch einfach, dass ich trotz aller
alledem die Munition weiter potenziert, aber das wird sich ja dadurch erledigen, dass die Munitionskiste im Dezember kommt. Da kann ich den ganzen Ammo-Char umlagern. Weißt du nicht, wie krank das ist? Ich habe einen Char, da liegt ja nur Munition drauf. Hat nichts mit Survival und Haushalten und drüber nachdenken, wie man was lagern zu tun, sondern einfach nur mit Übermaß. Ja, das wird geil. Aber das wird auch dafür sorgen, dass das auf kurz oder lang überhaupt kein Thema wird mit der Munition. Andererseits, tatsächlich verbrauche ich mit einer Nicht-Legacy-Waffe dann doch wieder mehr Munition, als ich zurückgewinne. Ja, das ist schon so. Aber zum Beispiel momentan musst du die Munition mit dir rumschleppen, weil die in der Kiste zu schwer ist. Mhm. Du hast Waffengurt drin, ja, die über 200.000 irgendwie 45er, die kannst du so nicht tragen. In die Kiste machen kannst du auch nicht. Das heißt, Waffengurt bleibt drin. Mit der Munitionskiste fängst du dann an, viel sparsamer Munition mitzunehmen. Da reichen ja 20.000 für den Tag mit dem Fixer. Und auch das Munition vorproduzieren. Wenn du dich umperkst mit Munitionsschmied und mit dem legendären Perk, Waffenfabrik, dann kannst du einmal schön fies Munition durchproduzieren, bis Tonnen zu schwer. Dann stopfst du das alles in deinen Munitionsvorrat, dann perkst du dich wieder um. Also ich finde das schon sehr komfortabel. Auf jeden Fall. Also ich werde nachher nochmal ein bisschen Inventur machen, weil ich hatte auch mal so zwischenzeitlich so eine Waffe bekommen wie ein Flamer mit Feuerrate und schneller nachladen, aber ich weiß gar nicht, habe ich den jetzt dem Gary gegeben? Ich habe halt auch so viele Nicht-Legacy-Waffen, weil ich dachte, die brauchst du halt eh nicht, habe ich auch verschenkt. Nicht, dass ich den Gary nochmal anbetteln muss, mir die zurückzugeben und der Gary sagt dann, niemals. Naja. Was für eine Waffe? Ja genau, die kenne ich gar nicht, habe ich weggeschmissen. Was? Gary, was hat denn dein Flamer? Billy, kenne ich nicht. Ich finde auch geil jetzt zu beobachten, ich meine, heute war ja der härteste Tag, ne, für das Thema und das bedeutet, ab jetzt hat jeder die Nachricht gefressen und jetzt arbeitet sie in den Menschen und ich denke mal, in spätestens 5 Tagen oder so hat jeder die Nummer akzeptiert. Wie bei den Glaswänden, da gab es auch diesen einen Abend, als die Glaswände dann plötzlich in den Atom-Shop kamen, gab es auch diesen einen Abend kurzen Sturm im Wasserglas und dann war aber auch die Welt wieder in Ordnung. Ne? Es ist, also manche Nachrichten, die haben einen größeren Impact am Anfang, eben aber genauso schnell wieder ab. Ich glaube, so ein Aufreger ist ja okay. Ändern kann man es nicht. Eben. Ich habe hier gerade einen im Twitch-Stream, der weiß noch nicht, was mit den Legacies passiert und ich habe jetzt hier live die Möglichkeit, ihm zu erzählen, was passiert. Also, Sweaty folgendes. Auf dem PTS, bei dem neuesten Update, das gestern Nacht live ging, wurden alle Legacies genervt, beziehungsweise die Waffen, die sind noch da, die haben aber keinen zweiten Stern mehr, also den Explosiveffekt, den haben die nicht mehr. Alle Legacies werden mit dem nächsten Update zu Waffen ohne zweiten Stern. Panik? Ja. Die Reaktion war einfach nur, Alter, was? Genau das. Ich war direkt auf dem PTS und habe es probiert und es ist so. Ob Lasergewehr oder Gatling Plasma, kannst du gepflegt in die Tonne werfen. Wir haben jetzt vor allen Dingen auch gerade unwirkliche Zeiten, weil du kannst gerade wieder Legacies für Kronkorken kaufen. Oh Mann, ey. Hätte das gedacht, dass das nochmal kommt. In den chinesischen Gefängnissen, in denen Zwangsarbeiter Legacies dupen, bricht gerade Panik aus. Du musst mal reingucken. Ich habe direkt bei G2G mal geguckt, wollte mal die Preise sehen. Die verkaufen jetzt Bundles. Ja, das ist aber schon seit Monaten so. Ja, dann wissen die ja schon länger. Ja, das ist seit der Ankündigung. Mit dem neuen Endboss, der mit dem Nuka World on Tour Update kommt, nehmen wir uns auch nochmal der Legacy-Problematik an. Und das wurde dann auch direkt von Angry Turtle und einigen anderen aufgegriffen und auch von In of Survivalist und den großen YouTubern. Und da haben einige noch ganz entspannt gesagt, na, die Waffen, die werden wahrscheinlich minimal genervt, dass die jetzt nicht ganz so krass reinhauen, aber die werden auf gar keinen Fall entfernt. Und siehe da, richtig gut. Die haben sie nicht entfernt, die sind ja noch da, aber die Sterne sind weg, damit sind sie Müll. Ja. Das war's. Das sind Legacies nur noch für die Lagerkiste. Das sind wortwörtlich Legacies. Ich bin alles in allem, wenn man den Schock erst einmal verdaut hat, und wie gesagt, das war ja ein Schock mit Ansage, damit musste man einfach jetzt rechnen und somit hat man dann auch, finde ich, seinen Frieden schon damit gemacht. Also ich persönlich hatte meinen Frieden schon lange damit gemacht. Und ich hatte, wie gesagt, zwischenzeitlich sogar mal gehofft, dass mich Bethesda ein bisschen gängelt, dass ich von diesen Waffen weggehen muss, weil, um ehrlich zu sein, ich bin zu faul, um mich schlechter zu stellen, als ich muss. Also das, was Bethesda macht, glaube ich, das kann man verbuchen unter die zwingen mich nun zu meinem Glück.